Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Produktreview und zwar geht es um diese Maske von Neutrogena. Es gibt insgesamt 4 neue Gelmasken, eine Illuminating, also für strahlende, schöne Haut, eine tiefenreinigende Maske, ein Hydro mit Hyaluronsäure und diese Ageless Boost Gelmaske für eine glatte, jünger aussehende Haut. In den Kommentaren nach diesem oder zu diesem DM-Haul habt ihr mir wirklich viele Ladies haben geschrieben, sag mal Bescheid, wie diese Maske ist. Und einige Kommentare waren auch schon so gestaltet, dass die Frauen Erfahrung damit hatten und nicht ganz zufrieden waren. Und ich bin also völlig unvoreingenommen an den Produkttest herangegangen. Diese Maske verspricht sehr viel. Also das ist, wie gesagt, eine Hydrogelmaske. Also 100%, also keine Tuchmaske, kein Vlies, kein Zellstoff. Also das ist so eine Gelmaske. Ich zeige sie euch gleich. Ihr werdet das auch gleich im Anschluss noch sehen. Ich habe das demonstriert, wie man die aufträgt. Das ist gar nicht so einfach. Und dieses Hydrogel ist, diese Maske ist getränkt mit einem Serum. Und also bei einmaliger Anwendung entspricht diese Maske 30 Anwendungen mit einem Serum. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist ja eine wahnsinnige Aussage. Ne? Entspricht 30 Anwendungen eines Serums. Dachte ich mir, wow. Also dann muss ja irgendwie so ein kleinerer Effekt zu sehen sein. Ich werde euch jetzt als allererstes mal diesen Einspieler dazwischen schneiden. Also, diese Maske ist in den Tütchen, klar, reißt man auf. Als allererstes zieht man diese weiße Schutzfolie ab. Die Maske ist zweigeteilt und gibt diese Seite auf das Gesicht und dann ist da noch so eine klare Seite und die zieht er dann ab. Bei mir gestaltete sich das komischerweise und ich bin ziemlich geübt, schwierig. Also das ist diese Gelmaske, ich habe es jetzt mal aufgehoben. Das eine ist so eine, also wenn ihr sie probiert und Schwierigkeiten habt und wisst jetzt nicht, welche Seite, diese geriffelte Seite zeigt nach oben und die glatte Seite liegt auf der Haut. Ich fand jetzt, sie verspricht, also dass man das perfekt anpassen kann an die Konturen des Gesichtes, dieses Teil. Ich fand das nicht, also an der Nase, das war irgendwie so, also gibt es bessere Masken, wo man die Nase ganz gut anpassen kann. Gut, man könnte hier oben was einschneiden. Was ganz schön ist, das sind diese, über die Lippen und über diese, ich zeig's mal, über die Augenlider. Aber es ist wirklich schwierig. Also ehrlich gesagt war ich ein bisschen enttäuscht und auch über das Ergebnis. Also zumal sie ja ein wahnsinnig phänomenales Ergebnis versprechen, also die Firma Neutrogena in ihren Werbeslogans. Und da ist man natürlich angefixt und denkt, Mensch, wow, entspricht 30 Anwendungen eines Serums, das muss ja irgendwie so ein Aha-Effekt sein. Wenn man diese Maske macht, sollte man nicht rumlaufen, sie fällt runter. Am besten man legt sich eine Viertelstunde oder 20 Minuten irgendwo hin. Es ist richtig, ein kühlender Effekt war da, aber ehrlich gesagt, als ich sie abgenommen habe und ich hatte übrigens den Rest aufs Hals, auf dem Hals und auf dem Dekolleté verteilt, so nach 10 Minuten dachte ich mir, jetzt muss ich mich wieder eincremen. Komisch, ne? Also ich war nicht besonders happy. Es ist wohl angeblich eine einfache Anwendung. Ich finde, es gibt einfachere Tuchmasken in der Anwendung. Zum Beispiel die von Garnier oder von Sephora, auch von Balea. Von Balea gibt es ja auch solche und solche. Also Neutrogena wird auf keinen Fall mein Favorit. Es gibt sehr schöne Produkte von Neutrogena, die Augengels und die überhaupt diese Serums so. Aber diese Tuchmasken für 2,95 muss man nicht unbedingt haben. Ich habe gedacht, das wäre mal eine schöne Alternative zu Sephora. Die kosten ja auch so um die 3 Euro, aber ich bin ehrlich gesagt,
Ich will die jetzt auch nicht, ich möchte jetzt keinen Daumen runter geben, aber ich bin jetzt nicht, wo ich jetzt, ich würde das Teil keiner Freundin empfehlen. Ich würde nicht sagen, du nimm die mal, die ist toll. Würde ich nicht tun, weil ich nicht dieses, also diese Versprechung, ne, 30, entspricht 30 Anwendungen, das muss man sich mal vorstellen, das ist eine wahnsinnige Aussage. Und ich habe mir Videos angeschaut von anderen YouTuberinnen, die auch Erfahrungen damit gesammelt hatten. Und die waren auch nicht so begeistert. Und einige Kommentare waren ja auch nicht so positiv, fielen nicht so positiv aus. Also, jetzt habt ihr euer Produktreview leider nicht wie erhofft. Tut mir leid, aber ich wollte euch das mitteilen. Ihr wisst, ich sage ganz ehrlich meine Meinung, mein Empfinden über ein Produkt. Es gibt solche und solche. Manche Produkte, wo man gar nicht mit rechnet, die überraschen einen. Und da ist man wahnsinnig happy. Ich denke, Mensch, wow, hätte ich nicht gedacht. Und dann geht man mit gewissen Erwartungen an ein Produkt heran und denkt, jetzt, also vor allem, wenn solche Versprechungen gemacht werden. Und dann ist man doch eher ein bisschen enttäuscht. Nun gut, ich möchte jetzt nichts weiter dazu sagen. Es gibt, wie gesagt, 4 Stück davon. Vielleicht liegt es auch an meiner Haut, vielleicht liegt es an mir, obwohl ich weiß es nicht. Also ich war weder mit dem Auftragen happy noch mit dem Ergebnis. Und insofern wisst ihr jetzt, was ihr mit meiner Aussage anfangen könnt. Ihr könnt ihr euch natürlich kaufen. Die ist nicht schlecht, da passiert nichts. Aber 3 Euro ist teuer und man erwartet ja ein bisschen was dafür. Für eine einmalige Anwendung. Zumal bei diesen Versprechungen. In diesem Sinne, ihr Süßen, wünsche ich euch wie immer einen wundervollen Tag. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Danke fürs Zuschauen. Ciao.